Damit ist die Osterwiese eröffnet. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Osterwiese. Es ist wieder soweit. Bevor wir gleich zur offiziellen Eröffnung kommen, wollen wir schon mal zwei Stücke für euch spielen. Und wir freuen uns auf einen wunderschönen Abend. Auf geht's! Ihr dürft gerne auch schon mal die Hände holen und ein bisschen klatschen. Schönen guten Abend in Bremen. Ein herzliches Willkommen auf der Bremer Osterwiese. Ein herzliches Willkommen hier im Bayernzelt von Jan Wolters. Wir freuen uns natürlich und ich glaube, ich spreche heute für alle Schausteller, für alle anwesenden Schausteller, wenn ich sage, dass die Bremer Osterwiese für uns immer ein so wichtiger und traditioneller Saisonauftakt ist. Und wir freuen uns darauf und wir hoffen, dass auch unsere Besucher sich darauf freuen, denn es ist für uns eine wichtige Veranstaltung. Und die Bremer Osterwiese ist übrigens das größte Ostervolksfest im gesamten Bundesgebiet oder eines der größten. Da können wir ganz stolz drauf sein. Ich schaue mich jetzt hier um. Ich sehe alle Besucherinnen und Besucher. Ich sehe die Eröffnungsdelegation. Viele bekannte Gesichter, viele vertraute Gesichter, viele Freunde, viele Wegbegleiter, die unseren Volksfesten immer wohlwollend gegenüberstehen. Ich sehe den Heimatverein aus Neukloster, ich sehe die Verantwortlichen aus Oldenburg und Kramermarkt. Herzlich willkommen. Ich sehe jetzt auch gerade eben unsere Staatsministerin, unsere Sekretärin Sarah Wiglewski. Herzlich willkommen, du bist etwas später gekommen. Sehen Sie mir bitte jetzt nicht nach, wenn ich jeden persönlich begrüße. Aber ich möchte zumindest denjenigen begrüßen, der jetzt gleich in wenigen Minuten diese Osterwiese feierlich einläuten wird, unseren Staatsrat Kai Stürenberg. Herzlich willkommen. Und natürlich möchte ich auch unsere liebe Kirche nicht vergessen. Denn es geht nicht ohne die Kirche. Die Kirche war heute Morgen schon hier auf der Bürgerweide und hat ein nagelneues Geschäft eines jungen Schaustellers kirchlich eingesegnet. Auch das sind die Aufgaben. Unser guter Partner, und bei dieser Gelegenheit begrüße ich die Leiterin der St. Petri Domgemeinde, Ingrid Witte. Herzlich willkommen. Ja, ja, und ich möchte auch die Verantwortlichen nicht vergessen. Das ist aber nett, das ist aber nett. Die Verantwortlichen, natürlich, hier an erster Stelle die Abteilungsleitung mit Herrn Dr. Christian Keller, die Referatsleitung mit Joachim Ackermann, aber ich möchte auch die nicht vergessen, die hier an allen Aufbautagen und noch weit voraus jeden Tag hier vor Ort waren, uns zur Seite standen, für uns zur Verfügung standen, für uns ansprechbar waren und viele Probleme. Denn Probleme haben wir in jedem Jahr. Es ist ja eine Riesenbaustelle, die hier entsteht in wenigen Tagen. Und bei dem möchte ich mich bedanken, weil wir diese Probleme immer schnell, unkompliziert und gemeinsam gut gelöst haben. Und ich meine damit das gesamte Team der Marktverwaltung. Herzlichen Dank. Und ich bin ja gleich schon fertig. Jetzt wünsche ich uns nur noch gute 16 Tage, eine erfolgreiche, eine friedliche Bremer Osterwiese. Ich glaube, die kann sich schon durchaus präsentieren für alle Altersgruppen oder alle Altersgruppen finden hier ihre Angebote. Wir wünschen uns einen guten Verlauf und das am Ende heißt, die Osterwiese in Bremen ist immer eine Reise wert. Und jetzt rufe ich unseren Staatsrat Kai Stürenberg nach oben, um die diesjährige Osterwiese offiziell zu eröffnen. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch viel, viel Spaß bei uns. Herzlichen Dank. Ja, moin moin. Vielen Dank, Rudi. Du hast jetzt alles erzählt, was man erzählen kann. Ich glaube, es geht jetzt darum, die Osterwiese, dass sie losgeht, dass man Spaß hat, dass man feiert.
die Stimmung ist ja jetzt kurz vor oder kurz nach 18 Uhr schon so, wie man sich das besser gar nicht vorstellen kann. Volles Zelt, viel Spaß, wenn man draußen rumrennt, viele Leute, tolle neue Fahrgeschäfte, ganz viele tolle Aktionen, die diese Woche passieren, diese Tage passieren. Ich bin sehr gespannt und sehr schöne Idee, dass wir jetzt gemeinsam die Osterwiese öffnen mit dem Anstieg dieses Fass. Das werden wir jetzt einfach mal probieren. Damit ist die Osterwiese eröffnet.